Okay. So. Oh, weiter geht's. Es zieht ein Sturm auf. Es wird überall matschig. Ich glaube, es zieht nicht nur ein Sturm auf, es ist bereits einer da. So, wir haben jetzt so viele Aufgaben, die wir abgeben können, die wir verfolgen können, müssen, sollten, tun. Ich weiß gar nicht, wo wir anfangen. Okay, also Kalkstein haben wir auf jeden Fall. Der Gärtner. Siegfried. Es zieht ein Sturm auf. Und Siegfried steht da hinten nicht mehr, aber wir können zum Gärtner kurz gehen. Was für ein Gesetz. Dann können wir nämlich einmal die normalen Aufträge abgeben. Dann müllen die uns nicht mehr unser Questlog zu. Da ist der Gärtner. Denn es war am Ende immer der Gärtner. Ey, bleib stehen. Hallo. Sag's mir durch die Blume. Wie sie wachsen. Ja, ich sehe es buchstäblich. Ich kann die Pflanze bereits anfassen. Okay, ja. Ich bin wegen der Anzeige hier. Ihr seht wie ein Krieger aus. Könntet ihr Ichinopse für mich töten? Damit bin ich fertig und kann es auch beweisen. Ausgezeichnet. Hier ist euer Gold. Danke. Ichinopse Wurzelstock. Alter, wie viele Orans wir mittlerweile haben. Und wir sind schon wieder eine Stufe aufgestiegen. Also ich glaube, diesmal schaffen wir es wirklich, Geralt, hier alle Punkte voll zu kriegen. Also so viele Level-Ups hatte ich beim letzten Mal nicht. Ich meine, hier haben wir zumindest die Bronzen-Sache, bis auf das da. Vollständig. Hier auch fast. Hier auch vollständig, bis auf das da. Das haben wir komplett. Ja gut, die beiden Sachen hier haben wir noch nicht gelernt. Ja, doch. Mit den Bronzetalenten kommen wir ganz gut durch gerade. Wir haben auf jeden Fall wieder drei. Siegfried müsste, wenn es sich nicht geändert hat, hier links sein. Irgendwo. Siegfried! Lieber guter Siegfried, hi. Geralt, ich habe mich gefragt, ob ihr nicht vielleicht im Orden beitreten wollt. Nee, du. Da habe ich noch nicht wirklich drüber nachgedacht. Nee, eigentlich nicht. Ich bin wegen der Anzeige hier. Ich dachte mir schon, dass euch das interessieren würde. Habt ihr einen Beweis dafür, dass ihr 10 Ertrunkene erschlagen habt? Mhm. Ihre Zungen. Hier sind ihre Zungen. Ich muss das aufschreiben. 10 Ertrunkene. Gut, hier ist euer Gold. Das ist sehr nett. Okay, 150 Ohren schon wieder. Das ist ein ordentlicher Regen. So, ich muss einmal noch mal kurz. Das ist kein Schnäppchen. Okay. Das ist Plunder. Schnäppchen, Plunder. Alles das Gleiche. So. Dann haben wir noch der 18 Aalgrul-Vertrag, ja. Stimmt, dafür müssen wir auf dem Friedhof. Der Bewahrer. Wolfsvertrag müssen wir auch noch fertig machen. Das müssen wir zu Vincent bringen. Vincent Kalkstein. Kräuter im Krankenhaus. Das können wir als nächstes machen. Hätte ich eigentlich auch gleich beim Gärtner mitmachen können. Aber passt schon. Kräuter ins Krankenhaus. Teilchen Krankenhaus. Ich glaube, ich muss liegen. Bei wem muss ich das überhaupt abgeben? War das für Shani oder war das hier für diese Frau? Ich bin nichts. Militele liebt auch. Das ist sie. Wie kann ich euch helfen? Okay, Ich suche etwas und stieß auf einen Hinweis, den ich nicht verstehe. Es ist gut, dass ihr hergekommen seid.
Die Weisheit der Göttin kennt keine Grenzen. In dem Hinweis steht, aber lest selbst. Drei Gesichter, ja, das entspricht Melitele. Seht dort die Statue mit den drei Gesichtern der Göttin. Und das Opfer? Nur Dinge, die in der Natur geerntet wurden. Früchte, Pflanzen, Blumen. Melitele missfällt es, wenn in ihrem Namen getötet wird. Ja gut, von der Statue hier haben wir ja die Steine schon bekommen. Habt ihr einen Hund mit einer Leber im Maul hier vorbeilaufen sehen? Nein, nicht wirklich, nein. Die Kräuter ins Krankenhaus bringen. Okay, so ja, aber wo ist Shani? Muss Shani nicht eigentlich im Krankenhaus sein? Da ist er doch. Was ist eben nicht da? Hallo, Geralt. Hallo, Shani. Ich vermisse Ochsenfurt manchmal. Ihr könnt jederzeit zurück. Nein, ich werde hier gebraucht. Nur wenige sind immun, so wie ihr. Ich wollte reden. Schnell, ich muss zurück zur Arbeit. Hier ist das Schöllkraut. Fantastisch. Ich bin euch wirklich dankbar. Eine Lektion in Ungeheueranatomie wäre mir lieber. Ich habe mal einen ertrunkenen Toten seziert. Ich sollte häufiger mit Shani sprechen. Ich kann es wahr. Naja. Besucht mich. Okay. Man sieht. Gut, das hätten wir dann also auch fertig. Gast aus Haariger Bär. Coleman, das ist auch Haariger Bär. Vivaldi. Ja gut, und dann die üblichen Miseren. Gut. Sollte ja kein Problem darstellen, hoffe ich. Okay. Boah, ich denke, die ganze Zeit sind bei ESO und ich könnte sprinten. Ich kann aber nicht sprinten. Ich kann den Kampf kaum erwarten. Hier ist einmal Vivaldis Haus. Dachchen, Vivaldi. Vivaldi. Oh, großer Vivaldi. Was führt euch hierher? Ich habe eine Botschaft von Yevhen für euch. Yevhen? Die brauche ich nicht zu lesen. Ich weiß, was er will, Hexer. Ob Elf, Mensch oder Zwerg, alle wollen sowieso immer dasselbe. Gold? Gold, ganz genau. Wenn ihr später noch einmal vorbeikommen wollt, könnt ihr meine Antwort an Yevhen abholen. Einverstanden. Aber rechnet nicht mit Gold von mir. Yevhen hat euch zweifellos welches versprochen. Gut, ja, wie weit dieses Unschuld haben wir ja bereits bewiesen. Das heißt, als nächstes wird's, wir gehen erstmal zu Vincent, bevor wir zu Kalkstein gehen. Ich habe Angst, dass bei Kalkstein wieder irgendwas ausgelöst wird. Mein Mann will der Wache bei. So. Sultan, Töchchen. Ja. Habt ihr ein. Was liegt doch. Achso, also das ist nur wieder das gleiche. Lebt wo? Prozedere da. So, da hinten ist Vincent. Der Mickrige sollte es das. Was gibt's, Hexer? Ich habe die Archespor im Sumpf getötet. Was zum Teufel ist das? Was es auf Erden nicht alles Abscheuliches gibt. Das macht 400 Orens Belohnung. Gibt es viele Probleme in der Stadt? Banditen, Ungeheuer, die Pest und euch. Richtig. Na danke. Was gibt's, Hexer? Bis dann. Okay, 400 Orens.
Aber wir können halt bisher noch nichts über ihn weiter herausfinden. Was einfach sehr schade ist. Okay, Kaufmann und Leuwan müssen wir auf jeden Fall wieder befragen. Nächste Gespräch, aber es ist so ein Mittel, um das gut, mehrere Lagerhäuser zu überprüfen. Nicht dafür bezahlt wird, das ist merkwürdig. Vielleicht lohnt es sich zu überprüfen. Ja, aber da kommen wir ja noch nicht rein, das Ding. Gut. Dann also Leuwarden und Kalkstein noch. Leuwarden ist ja immer noch draußen. Kalkstein lungert da hinten irgendwo rum. Und dann die Sachen in dem haarigen Bären noch regeln. So, wie viele Ohren hatten wir jetzt? 1500. Wir leuchten eigentlich die Laternen jetzt grün. Muss ich das wissen? Hat das irgendeine Bewandtnis? Ich hoffe nicht. Ah, da ist Kalkstein. Oh. Ich bin wegen der Anzeige hier. Habt ihr etwas? Noch nicht. Achso. Okay. Oh. Was den Turm anbetrifft. Ja? Vaska hat mir geholfen, die Turm-Tarotkarte zu finden. Sie beschreibt, wie man den Bewahrer aufweckt. Lass die Karte mal sehen. Interessant. Es kommt viel auf die Interpretation an, aber ich glaube, ich verstehe sie. Alchemisten verstehen andere Alchemisten eben leichter. Erleuchtet mich. Der Bewahrer kann nur geweckt werden, wenn er in der Nähe des Turms ist. Das ist der Fall. Und man braucht einen Blitzableiter. Einen Blitzableiter? Die Zeichnung zeigt einen Mann mit Krone. Eine Anspielung auf König Hermann den Verwirrten? Wer ist Hermann der Verwirrte? Hermann erklomm einen Turm, wann immer es stürmte, und beleidigte die Götter. Eine feindlich gesonnene Fraktion schlug zu, indem sie den Blitzableiter vom Turm entfernte. Eine interessante Geschichte. Ihr werdet etwas brauchen, das den Blitz ableitet. In einfachen Worten, einen Stab aus Metall. Ein Schmied kann euch einen solchen anfertigen. Was dann? Wir brauchen ein Gewitter. Ich habe aber keine Ahnung, wie man Mutter Natur zur Zusammenarbeit bewegt. Ich lass mir was einfallen. Wenn ihr alles habt, dann bringt den Blitzableiter am Bewahrer an. Die Energie des Blitzes wird den Golem wiederbeleben. Was dann? Keine Ahnung, aber ihr schafft das bestimmt. Wenn ihr den Golem tötet, könnt ihr einen seltenen Trank brauen, für den sein Herz benötigt wird. Hier ist das Rezept. Wir werden sehen. Oh, tut mir leid. Ich war ganz in Gedanken. Reden wir über die Salamandra. Es gibt Fakten, die darauf hindeuten, dass... Was für Fakten? Der verwundete Salamander nannte euren Namen. Natürlich, weil ich ihn angeheuert habe. Wofür? Damit er mir bei meinen Experimenten hilft. Ich hatte keine Ahnung, dass er einer Geheimorganisation angehört. Aha. Ich vermute, er hat die fünfte Essenz destilliert und den Stein der Weisen abgestaubt, wie? Er beschützte mich vor den Salamandra und erledigte andere Aufgaben. Er hat sein Leben für mich aufs Spiel gesetzt und euer Sarkasmus wird daran nichts ändern. Geht mir aus den Augen, Mutant! Du musst dich gleich wieder beleidigen werden. Ich glaube euch. Es ist schon verdächtig, dass Leute, die ihr anheuert, von den Salamandra verfolgt werden. Ich weiß nicht, wer Berengar verfolgt hat, aber ich hatte nichts damit zu tun. Ihr habt ihn nicht in eine Falle gelockt, um ihn Azar Javed zu übergeben? Würde ich für die Salamandra arbeiten, würde ich niemals zulassen, dass man mich mit Berengar in Verbindung bringt. Ihr beleidigt meine Intelligenz. Geht weg! Ich glaube euch. Ich weiß nicht genug, um mich zu entscheiden. Wechseln wir das Thema. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Wenn ihr diesen Verbrecher findet,
Helfe ich gern. Jetzt aber wieder an die Arbeit. Wäre Rubedo nicht besser? Gudi. Dann haben wir das schon mal abgehakt. Dann einmal noch mit Leuwarden reden. Und dann sollten wir zumindest zurück zum haarigen Bären. Und uns da noch mal ein bisschen mit beschäftigen. Mit der ollen Kneipe. Taverne. Whatever. So, wir müssen noch unbedingt wieder Tränke brauen. Wir haben kaum noch welche. Und mit dir wollte ich nochmal reden. Mit Pechschwarz. Seid gegrüßt, werter Herr. Seid gegrüßt. Einer der wenigen, die anders redet. Wer seid ihr? Ein Schuhputzer. Ich befreie eure Stiefel vom Schlamm. Nur zwei Orins. Mhm. Machen wir einfach mal. Eure erste Reise nach Vizima? Kann man so sagen. Erzählt mir etwas darüber. Hier gibt es große Probleme. Die haben wegen der Pest eine Quarantäne verhängt. Eichhörnchen kämpfen gegen den Orden. Ungeheuer vermehren sich hundertfach. Und wir müssen uns mit Banditen auseinandersetzen. Wie ein Barde einst gesungen hat, ist Vizima wie ein Bordell, das in Flammen steht. Du grüne Neuner. Erzählt mir von der Pest. Die Pest veranlasste den König, eine Quarantäne zu verhängen, die den Kaufleuten schwer zusetzt. Alt-Vizima wurde abgeriegelt. Leider werden auch die Stadtbewohner hier krank. Sie werden zusammengetrieben und in Majorans Krankenhaus geschafft. Erzählt mir mehr von dem Orden und den Eichhörnchen. Die Scoia'tael führen außerhalb der Stadt einen Guerillakrieg. Der Orden der Flammenrose trat an die Stelle der Spezialeinheiten. Der Hass auf die Anderlinge nimmt täglich zu. Man muss kein Hellseher sein, um zu erkennen, dass sich was Böses zusammenbraut. Ich suche nach Arbeit für einen Hexer. Es wird euch nicht schwerfallen, Arbeit zu finden. Fragt Kaufleute. Außerdem gibt es Probleme auf dem Friedhof. Gibt es hier etwas Sehenswertes? Wir haben Kaufleute, einen Alchemisten, ein großes Krankenhaus. Ihr redet nicht wie ein Schuhputzer. Jeder hat so seine Leichen im Keller. Lasst mich eure Stiefel versorgen. Ich habe euch lang genug gelangweilt. Jede Menge Arbeit. Okay. Also nicht unbedingt was Spannendes. Vielleicht habe ich auch einfach die falschen Fragen gestellt. Mal gucken. So, jetzt hoffe ich einfach mal, dass Leuwarden hier wieder irgendwo rumlungert. Und ich ihn jetzt nicht suchen muss. Ja, Leuwarden ist immer noch sehr schön. Dächen. Ja? Ich vermute, ihr wisst etwas über die Salamandra. Ich weiß nichts. Wir werden sehen. Kann ich mich wieder der Arbeit widmen? Wir müssen über eure Geschäfte mit den Salamandra reden. Ihr habt bezahlt, damit der Professor freigelassen wird. Warum sollte ich mich um einen Verbrecher bemühen? Warum nicht? Würde ich das so ungeschickt anstellen, dass ich selbst ins Visier gerate? Ich glaube euch nicht. Ich habe keinen eindeutigen Beweis. Also lassen wir es gut sein. Vorerst. Kluge Entscheidung. Vielleicht solltet ihr euch öfter auf eure Instinkte verlassen. Mhm. Ich muss warten, dass man sich an mich wendet. Den Fall weiter bearbeiten, wenn ich neue Beweise finde. Oh ja. Gut, also das waren alles so kleine Sackgassen. Sackgassen. So. Jetzt können wir einmal zum haarigen Bären.
Herr Malöwe schickt mich. Was liegt an? Er hat neue Informationen. Ihr sollt so schnell es geht in sein Haus kommen. Danke für die Nachricht. Ja. Ich muss mich mit Raimund treffen. Werde ich gleich tun. Ich möchte erst mal zum Haarigen Bären. Ich habe nämlich Angst, wobei, na gut, ich weiß nicht, ab wann wirklich das zweite Kapitel endet und wann das dritte anfängt. Das geht nämlich so nahtlos ineinander über. Die anderen Kapitel kann ich noch relativ gut auseinanderhalten, aber 2 und 3 sind halt wirklich so, die liegen so dicht beieinander. Ist das ein bisschen schwieriger. Mit Carmen müssen wir auch nochmal reden. Ich helfe jederzeit. Aber erstmal hier rein an Schöpfkabel. Gibt's nichts mehr? So. Danke, Schurke. Wer will einer aufs Maul? Bro. Keine Herausforderung. Spieler. Ich halte alle, die Risiken eingehen, in hohem Ansehen. Silberschwert. Sagt euch das was? Warum fragt ihr? Ich habe keine Zeit für Schwätzchen. Nehmt's mir nicht übel. Woher habt ihr das Schwert? Ich habe es gewonnen von einem Gärtner. Wo finde ich ihn? Im Garten von Majorans Krankenhaus. Okay, ich muss mit dem Gärtner sprechen. Ich sag doch, am Ende war es immer der Gärtner. Ich halte alle... Ist das Spielen denn einträglich für euch? Kommt drauf an, gegen wen und wo man spielt. Wo lohnt es sich denn zu spielen? Falls euer Geldsäckel prall gefüllt ist, im wohlhabenden Teil der Stadt. Hier bekommt ihr eher eine Klinge in den Leib als einen anständigen Preis. Gut, aber lasst uns Poker spielen. Und da wir so viel Geld haben, kann ich auch hohe Einsätze diesmal verpulvern. Bisher ist es bei ihm ja nicht besonders teuer. Jeder von uns hat 2 Paare, ne? Okay. Ich riskiere es mal und versuche auf die 4 zu kommen. Nein! Da bin ich weitergebracht. Das Ding gewinnt er. Ja. Nächste Runde. Okay. Ein guten Name schon mal. 3 gleiche, er hat ein Paar. Dann würfeln wir die beiden mal. So, 4 gleiche haben wir. Das heißt, wir müssten eigentlich gewonnen haben. Ja. So, gleich dann mal wieder. Ich hoffe einfach mal. Scheiße. Er gewinnt. Er hat gewonnen. Ja. Gut, wir machen dann auf jeden Fall noch eine Runde. Ich. Denn ich möchte gerne einmal gegen ihn gewinnen. Weil seine Einsätze sind wirklich nicht teuer. 2, 3. Das einfach mal. Na, genau das gleiche. Kacke. Ich habe irgendwie auf 4 und 5 spekuliert. 4 und 5 hatte ich spekuliert. Er ist gut. Er ist echt gut. So, die Runde gewinnen wir wieder. Denke ich mal.
denn wir haben drei gleiche. Vier gleiche. Also wir haben definitiv gewonnen, wenn er nicht Treffen kriegt. Nein. Gut. Okay. Ich spekuliere noch mal ein bisschen und hoffe, dass der eine Würfel reicht und wir davon einen doppelten kriegen. Nein! Kacke! So, er darf jetzt auch nichts kriegen. Ja, dann haben wir gewonnen. Heute setze ich mein Geld auf Boxer. Der hat Kräfte wie ein Bär. Psst, er kann euch hören. Wisst ihr, wie fest der zuschlägt? So, Tachchen. Verdammt, macht was ihr wollt, aber setzt nicht aufs Boxen, das ist manipuliert. Was wollt ihr? Ich habe Coleman gefunden. Oh, Boxfleisch wirst du bestimmt gern, wo er steckt.